In diesem Video tanzen wir mit der Federboa. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Videos zum Mittanzen für mehr Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein. Wenn dich das interessiert, dann abonniere gerne meinen Kanal. So, dann schnapp dir deine Federboa und los geht's. Wenn du keine Federboa hast, kannst du gerne auch ein langes Tuch oder einen langen Schal nehmen. Das geht auch. Dann stellst du dir einfach vor, dass das eine schöne, edle, glamouröse Federboa ist. Und ich tanze dir die kleine Choreografie zuerst einmal vor. Dann erkläre ich sie dir Schritt für Schritt. Und anschließend tanzen wir sie wieder beide gemeinsam mit Musik. Okay, das ist die kleine Federboa-Tanzkombination und dann fangen wir an. Du hältst deine Federboa geschlossen vor deinen Körper und damit sie dir hier nicht runterrutscht, hältst du die Ellenbogen hier nach oben. Ja? Also hier die Ellenbogen hochnehmen und die Federboa hier elegant geschlossen vor dem Körper halten. Anschließend wackeln wir jetzt einfach ein paar Mal mit der Hüfte. Also einfach mal 1, 2, 3. Jetzt öffnen wir die Federboa zur einen Seite. Das heißt, eine Seite auf, hinterher schauen, ein bisschen so mit der Schulter hier so und wieder zu. Und dabei immer schön lächeln. Und jetzt zur anderen Seite auf, hinterher schauen, Schulter und wieder zu. Als nächstes können wir so ein bisschen mit der Federboa wuscheln, nochmal Spannung aufbauen, bevor wir sie dann zu beiden Seiten öffnen. Tada! Und mach das Ganze wirklich mit Stolz. Also du kannst dir ja wirklich vorstellen, hier, du bist eine Königin, du wirst bewundert, gefeiert und genießt das einfach so für dich. Ja? Also es ist immer so wirklich mit viel Freude verbunden, ja, und mach das einfach ganz für dich und genieße das einfach, wie sich das für dich anfühlt, so zu tanzen mit so einer wunderschönen Federboa. So, unsere Federboa haben wir jetzt geöffnet. Als nächstes kommt der Schulterschimmi. Also, den Schulterschimmi habe ich dir hier in diesem Video schon mal erklärt. Das kannst du dir auch nochmal angucken, wenn du möchtest. Und genau, mit dem Schulterschimmi können wir jetzt so ein bisschen rumlaufen und posen und lächeln und nochmal rumlaufen und posen und lächeln. Dann kommen wir wieder zur Mitte zurück. Tanz mit mir und zwar jeden Donnerstagabend 60 Minuten via Zoom. Ab dem 21. September geht es los und du findest nochmal alle Details hier unten in der Videobeschreibung. Wenn du mitmachen möchtest, dann schreibe mir gerne eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Und anschließend gleiten wir mit einem Bein nach außen. Achte darauf, dass dein Bein schön lang und gestreckt ist und auch dein Fuß lang und gestreckt. Also jetzt hier nicht so ein Fuß und so das Bein, das nicht, sondern hier beides schön lang und gestreckt. Jetzt machen wir eine große Bewegung mit der Federboa. Also nehmen hier nochmal wirklich so einen schönen Schwung mit.
und streicheln jetzt mit der Federboa unser Bein. Das heißt, wir beugen uns jetzt ein bisschen nach unten, wenn wir hier unser Bein streicheln. Achte währenddessen darauf, dass hier dein Bauch eingezogen bleibt, aus deinem Dekolleté weiterhin die Sonne scheint und dein Rücken gerade bleibt. Also, dass du hier nicht so zusammensackst, das nicht, sondern richte dich auf. Und auch der andere Arm bleibt hier schön elegant. Ja, also nochmal, wir haben so angefangen. Bein nach außen, Schwung, runter und über das Bein streicheln. Jetzt ziehen wir das Bein wieder ran und machen eine elegante Schlusspose. So, das ist die kleine Federboa-Tanzkombination. Wenn sie dir gefällt, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen und unterstützt auch meinen Kanal. Jetzt tanzen wir diese kleine Kombination noch einmal mit Musik. War unsere Federboa-Tanzkombination. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben. Das freut mich sehr und unterstützt auch meinen Kanal. Ich freue mich, dich in meinem nächsten Video wiederzusehen. Tschüss, deine Goldminka.